So, ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play für Star Wars Battlefront 2. Ich möchte auch erstmal ganz viel reden und wir gucken uns erstmal den Anfang an. Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ-626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. So, jetzt klinke ich mich mal ein. Damit nochmal herzlich willkommen zu meinem Let's Play Star Wars Battlefront 2. Das ganze Spiel hatte ich jetzt schon eine Weile hier rumliegen und habe bis jetzt diesen Kampagnenmodus noch nicht angefangen, beziehungsweise Karrierenmodus. Ich bin super gespannt drauf. Allgemein, ich bin nicht der größte Zocker, aber ich bin ein absoluter Star Wars Fan. Von vorne bis hinten. Deswegen habe ich mir dieses Spiel gekauft. Ich bin sonst auch nicht der Ballerspiel-Typ. Deswegen wird es spannend, wie ich mich da schlage. Hoffe, dass ich ganz gut durchkomme. Vor allem natürlich kommentieren und spielen gleichzeitig wird auf jeden Fall eine Herausforderung für mich als Mann. Das Multitasking. Auch nicht immer ganz so einfach. So. Okay, da gibt es die erste Kameraperspektive. Hier wahrscheinlich auch, ne? Wahrscheinlich nicht so wichtig, was man hier jetzt macht, aber erstmal, dass man mal ein bisschen reinkommt hier mit dem Roboter. Ich muss erstmal verstehen, wie man mit dem hier umgeht, aber das geht einigermaßen. Ja, ne, erstmal einen Schock machen hier. Zack, da ist er platt. So, was haben wir noch da hinten? Blinkt noch was auf, da gehen wir jetzt mal rüber. Ja, wie gesagt, möchte jetzt auf dem Kanal hier die Kampagne komplett durchspielen. Das Ganze in mehreren Let's Play-Folgen natürlich ein bisschen unterhaltsam einfach ausschmücken, indem ich das einfach kommentiere. Wie gesagt, erwartet auch nicht zu viel von der spielerischen Leistung. Also ich werde es schon durchspielen und so, dass man dann auch, wenn man es selbst zu Hause spielt, auf jeden Fall dann weiß, wie man durchkommt. Also so eine Art Lösungsvideo hat. Allerdings jetzt bitte nicht meckern, wenn man es hätte besser lösen können. Also ich bin absolut Ego-Shooter-mäßig null ausgebildet. Also ich habe noch nie Ballerspiele gespielt. Ich komme wahrscheinlich auf eine Spielzeit von einer halben Stunde Counter-Strike oder so. Und 20 Minuten Black Ops oder so. Also von daher, da nicht zu viel erwarten, wie gesagt. Aber jetzt versuchen wir uns erstmal den Weg zu bahnen. Vielleicht der erste Eindruck vom Spiel finde ich eigentlich richtig gut. Also es sind wirklich
super geile Bilder irgendwie. Also auch wenn man sich hier so umdreht, so wie ich es gerade mache, sieht das wirklich geil aus. Und man fühlt sich richtig in die Star Wars Welt versetzt. Bis jetzt zumindest. Also macht's Spaß, obwohl man natürlich noch nicht so viel rumballern kann und so weiter und so fort. Ja, also man sieht's hier, Steuerung ist am Start. Die Steuerung ist am Stissel. So, was erwartet mich hier hinter? Alles klar. Tarnung ist wichtig, auch für den kleinen Droiden. Ja. Ah, okay, ich dachte, ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr Angst, dass die uns da jetzt direkt erkennen. Aber das war ja ganz entspannt. Auch der hier bleibt ganz locker. Und dann können wir die nächste Luke da oben. Ja. Da gehen wir mal rein. Ja, weil da vorne vor der Tür, da ist es ein bisschen voll. Sie haben ein bisschen Bock da, ne? So, geht jetzt hier lang, links. Ich gehe auch gleich wieder gegen die scheiß Dinge. So. Ja. Ja, Weltklasse. 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 So. Rein da. Ne, wir sind. Ah, ich dachte, wir kommen jetzt in den Raum. Ich dachte wirklich, wir kommen jetzt in den Raum. Gut, jetzt müssen wir noch erstmal einen Auftrag hier erledigen. Irgendwas finden. Gibt es eine Scan-Funktion bei dem Droiden? Aha. Dann machen wir die nochmal an. Wie geht das? Aha. R1, R2. Dann sieht man, wo die Leute sind. Und wo, glaube ich, das Ziel ist, wo wir hin müssen. Hoffe ich zumindest. Ja, auch das bitte ich jetzt vielleicht mal so zu entschuldigen, wenn ich am Anfang eine gewisse Planlosigkeit habe. Ich habe das Spiel wirklich noch nicht gespielt. Deswegen ist es für mich tatsächlich alles hier das erste Mal, was ich hier sehe und tue. Deswegen macht euch auf den einen oder anderen Fail hier gefasst. Aber es wird dadurch noch unterhaltsamer, glaubt es mir. So. Da kommen wir doch dem Ziel. Schauen wir mal ein Stück näher. Aber es ist nicht hier, ne? Doch, genau. Gehen die Schotten ein bisschen hoch. Und mehr ist hier nicht zu tun. Dann können wir auch direkt nach oben fahren. Was ist das? Ist das eine Feindin da von uns? Oder? Gut, so. Dann kommen wir jetzt nach oben. Ne? Ja, alles klar. Aufmachen. Und dann, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Nochmal ein Durchgang. Wenn wir jetzt danach nicht drin sind, Leute. Wenn wir danach nicht drin sind, Leute. Wenn wir danach nicht drin sind, dann fress ich einen Besen, ey. Wenn wir jetzt nicht drin sind. Endlich. So, ich versuche mich dabei, den Sequenzen zurückzuhalten. Gutes Timing. Gehen wir. So, dann kann ich mich wieder einklicken. Ja, worauf ich mich allerdings auch schon wirklich sehr bei diesem Spiel freue, ist einfach, wenn wir dann irgendwann ins Laserschwert nochmal wechseln. Aber ich freue mich jetzt schon, also ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe noch keine Schusswaffe. Gucken. Ich muss immer so ein bisschen reinkommen. So. Wie stellen wir das jetzt an? Also bis dahin, setz dich und sei ruhig. Ja, den können wir dann so messern, oder wie man das hier nennt. Jawohl, ja. Ja, toll. Wie soll ich den denn jetzt, ey? Der knallt mich wieder ab, bevor ich bei dem bin. Alter. Ja, erstmal testen hier, ob der mich jetzt abknallt, ey. Hallo? Wie soll man das jetzt schaffen ohne Waffe? Oder kann ich dem eine Waffe abnehmen? Auch nicht. Na, jetzt kriegen wir aber Spaß hier. Jetzt kriegen wir aber Spaß. Einfach mal drauf lossprinten. Das ist auch mal sehr gut. Zack. Ja. Da ist er kaputt. Ich will eine Waffe haben. Ich dachte, ich hätte jetzt eine schöne Waffe hier. Na gut, muss ich noch was warten. So, jetzt schauen wir mal in die Ecke. Okay, das ist irgendwie eine Versammlung. Dann sollten wir uns ja nicht beobachten. Ja, dem ist auch so, da kommen wir locker durch.
So, da ist die Waffe, da ist die erste Waffe. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zur ersten Waffe. Ja, schön ausgestattet. Dann können wir mal schön die anderen ein bisschen wegblastern hier. Aber ich bin noch guter Dinge. Also ich wurde noch nicht so richtig abgemurkst. Das ist tatsächlich verwunderlich. So, weiter geht's. Da oben sind die Wichser. Auch mit den Ranzoomen, da habe ich es nicht so. Ganz klar. Ja, klappt doch ganz okay. Also, hallo? Bringt mal ein Fleißsternchen hier. Ist ja unfassbar. Ich dachte wirklich, ich würde schon dreimal sterben. Also es ist so eine, wie gesagt, falls ihr euch jetzt fragt, okay, der verheert sich gerade dafür, dass er die erste Mission schafft, die wahrscheinlich von jedem dreijährigen Kind geschafft werden könnte. Für mich ist das viel. Wenn ihr denkt, das ist nichts, das für mich ist das ganz, ganz viel, was ich hier gerade schaffe. Ihr wisst gerade gar nicht, wie stolz ich auf mich bin. Ich bin ein absoluter Nichtzocker. Also wenn ich mit meinen Freunden irgendwie, wenn ich mal zu Hause bin, die sagen mal, komm, lass mal eine Runde zocken. Also ich bin absoluter FIFA-Typ. Und dann klinke ich mich da so ein bisschen ein und sage, komm, jetzt spielen wir mal ein Ballerspiel. Ey, das ist ein Trauerspiel, aber kein Ballerspiel, meine Freunde. So. Das macht Bock. Ich muss ganz ehrlich sagen, macht Bock. Es macht mir noch mehr Bock, mich so zu verstecken. Wahrscheinlich das riecht die Leute jetzt noch mehr auf, so, weil sie dann denken, ey, ist ein klassischer Camp. aber ich bin mal gespannt, wie sie weitergeht. Also mir gefällt diese Welt erstmal schon mal richtig gut. Also das muss ich jetzt mal ganz kurz mal festhalten. Einfach nur das zu sehen, in dieser Welt drin zu sein. Also man fühlt sich gerade so, als wäre man richtig drin. In diesen Gängen, allein diese Gänge, so, die, da kriege ich ja schon einen inneren Orgasmus einfach, wenn ich diese Gänge sehe. Ist ja unfassbar. Verschlüsselte Infos gefunden. So, verschlüsselte Infos. Weiter geht's. Ich muss mich da noch wirklich teilweise ein bisschen konzentrieren. Ja. Einmal mal hin. So, los geht's. Jetzt wollen wir mal hier die ersten Leute abknallen. Aber wir können uns noch eine neue Waffe holen. Dann statten wir uns mal hier aus, um die Leute mal, um hier mal gehörig die Fresse zu polieren. Ja, erstmal den Droid drauf ansetzen. Das sind ja schon drei Leute, leck mich am Arsch. Bock, ne? Die haben richtig Bock. Sind die weg? Ne, da hinten ist doch. Da ist noch einer. Jawohl. Weiter geht's. Ja, auch das jetzt, ne? Auch wenn ihr euch jetzt so denkt, drei Leute. Tolle Leistung, ne? Da sag ich, ey. Für mich ist das eine tolle Leistung. So, weiter geht's. War das jetzt die richtige Entscheidung? Ja, jetzt überrennen irgendwie. Rennen? Schließ die Tür. Oder öffne sie. Kann man Türen schließen? Jetzt geht's. Wäre ich ja nicht beschossen. Okay. Das war's mit der Ruhe. So, da ist es doch. Türkontrollfelder. Einfach abknallen. Bam. Ihr Wichser, ey. Ich dachte schon, ey, die kannst du nicht alle abknallen. Also hier kann ich nicht noch doppelt abschließen. Ist nicht, ne? Da haben die keinen Bock drauf. Aber ich hoffe, die bekommen die Tür vielleicht auf. Oder nicht für die nächsten zwei. Eigentlich auch ein bisschen kacke, wenn wir erstmal für die falsche Seite hier zu kämpfen. Ich frage mich auch, ob man jetzt auf der bösen Seite bleibt. So, ich mache hier erstmal einen Cut. Und spiele dann hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Oder ihr sagt, auf Nummer Wiedersehen. Den schalte ich nie wieder ein. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei. Ich freue mich auf die zweite Folge, die ich auch direkt abdrehen werde. Kommt dann irgendwann in den nächsten Tagen. Ich sag bis zur nächsten Folge. Bleibt sportlich und bis dann. So, vielleicht damit ich es einfach nochmal erwähne. Ich werde hier auch noch eine Playlist machen, wo ich dann alles reinpacke. Also, weil ich jetzt nicht denke, dass alle das jetzt sofort einschalten und irgendwann wird es vielleicht eine ganze Playlist geben, wo dann die ganze Story schon zu Ende gespielt ist.
Ich glaube, bei meiner Suchtphase wird das nicht so lange dauern. Ansonsten, wie gesagt, links abonnieren, rechts zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.